Soziale Wärme, nicht sozialen Abstand. Thank you.
Zutragen, ohne Schild keine Botschaft. Dankeschön. Hier, tolles Schild. Die 10 reichsten Männer haben ihr Vermögen verdoppelt. Nächstes Schild. Resist the Great Reset. Wer will das Schild tragen? Ja, kommt her. Hier gibt es noch Schilder zum Tragen. Ohne Schild keine Botschaft. Auch, danke. Danke dir. Noch ein Schild zum Tragen. Schnell, wer krabbt, wer nimmt das nächste Schild? Ohne Schild keine Botschaft. Kein Mensch weiß, warum wir hier laufen ohne Schild. Ohne Schild keine Botschaft. Jawohl, geh mal. Bist du nicht? Deutsche Waffenlieferungen gehen in Kriegsgebiete. Das ist keine Entscheidung, die wir Menschen tragen wollen und tragen können. Schluss mit der Waffenlieferung. Kriege kann man nicht verhindern, indem man immer mehr und mehr Waffen liefert. Für die Wahrheit auf die Straße, für die Zukunft auf die Straße, gegen Impfzwang auf die Straße. Glauben Sie nicht, dass das wieder neu losgeht im Herbst jetzt mit den Affenpocken? Ja, geht mal in die Krankenhäuser und guckt, was da los ist. Da ist die Wahrheit, in den Krankenhäusern, in der Pathologie, geht da mal hin. Dem täglichen Terror durch Inzidenzen. Inzidenzen sind keine valide Zahlen. Ich denke, das ist super, ich bin sonst auch dabei. Ich habe nur ein Problem im Knöchel momentan. Ja, gegen die Impfpflicht und gegen Waffen in die Ukraine. Wir sind nicht geimpft. Wir werden uns auch nicht impfen lassen. Auf keinen Fall. Wir stehen hier für den Frieden, gegen die deutsche Waffenlieferung, gegen die Beteiligung Deutschlands an den Krieg. Was haben uns die Grünen versprochen zur Wahl? Keine Waffen in Kriegsgebiete. Und das ist jetzt der Fakt. Werden wir doch nicht blind angesichts der Massenmanipulation durch die Medien. Lassen wir uns nicht vergessen, was uns mal versprochen wurde. Ist es offensichtlich die Wirkungsunsicherheit der Corona-Impfung. Ist mehrfach festgestellt worden. Schädliche Nebenwirkungen dieser Impfung dagegen werden immer auf den Rücken gehen. Der Westen auch mit Russland abgeschlossen hat. D.
Den natürlichen Klimawandel als menschengemacht zu verkaufen, ist eine komfortable Möglichkeit, das Volk noch mehr wirtschaftlich auszuplündern sowie Grundrechte weiter einzuschränken. Die Klimapolitik ist ein Angriff auf unsere Freiheiten. So bunt wie die Gedanken, so bunt wie die Gefühle, für alle, auch für die, die anders denken oder nicht dem Mainstream folgen. Wir wollen keinen Hass in der Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass die Gesellschaft gespaltet wird. Freiheit, freie Gedanken, freie Meinung. Auf die Straße! Schreitet es seine Kompetenzen. Das Bundesverfassungsgericht, zudem zerstören sie großflächig Natur, Land und Kulturlandschaften. Warum werden wir mit falschen Fakten getäuscht? Wie die Erde tief im All, können wir frei sein. So frei sein, wie ein Gefühl von Euphorie. Wir fordern eine lückenlose Prüfung der Corona-Verordnungen. Wir wollen frei sein. Oh, wir fordern eine lückenlose Prüfung der Corona-Verordnungen. Warum wird immer noch mit Inzidenzen und der Zahl der positiven Testresultate Politik gemacht? Inzidenzen sind Zahlen, die fast keinen Aussagewert haben. Warum werden immer noch positiv Getestete als Infizierte deklariert? Warum stützt man alle Maßnahmen auf den PCR-Test, obwohl dieser nicht für diagnostische Zwecke geeignet ist? Warum gibt es keine öffentliche Aufklärung über die Aussagekraft eines PCR-Testes? Danke. Ich kann dem Chef nochmal zeigen, was da draufsteht. Schäfer! Nein, ich darf mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werde mich nicht länger stumm verstellen, mich im Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Die wichtigsten Akteure der Energiebranche sind sich einig, dass es sehr unwahrscheinlich ist,
dass die westlichen Staaten das russische Öl und Gas in den nächsten 5 bis 10 Jahren in ihrer Energieversorgung ersetzen können. Dies ist unmöglich. Denkt darüber nach, wie fahrlässig unsere Politiker hier mit unserer Zukunft umgehen und wie durch sie alles zerstört werden kann. Warum lassen wir uns impfen? Alle Herzensmenschen, die ihr hier wart und mitgemacht habt. Vielen Dank.